Aber wir beide sind eher Elben und der andere ist eher ein Hobbit. Mikoka auch, was? Wow. Und Salzhammer ist Gollum. Mein Salz! Euer Anime-Fan, ich hoffe, ihr hattet ein geiles Wochenende mit uns. Wenn ja, freut es mich. Ansonsten verpisst euch und hallöchen A4. Wir testen heute eine Level Oregano. Moinsen, es ist wieder angerichtet. Nach längerer Abstinenz bei meinem Anime-Fan geht's auch wieder dort weiter mit regelmäßig Videos. Ich wollte dich mal ein bisschen runter trollen. Ich hab recht, respawned, weil man sieht das ja. Und vor allen Dingen, endlich mal, Freunde, Orgo! Ja, lange ist unser her. Unser Pizzagewürz. Wuh! Stangen. Oh, piep! Oh, ja, bist du schon direkt gefressen. Oh, hinten musst du, glaube ich, müssen wir uns drehen hinten? Hab ich das nicht gesehen? Weil hinten war schwarz auf schwarz und da war irgendwie feiernd. Ja, da hinten kommt eine Koralle. Ja, wollte die Arschregung mich retten, aber leider nicht geklappt. Also, die Auffahrt gefällt mir schon, Orgo. Koralle zu spät angesetzt, dann kann das auch nicht klappen. Ne? Nein, zu früh. Ja, ich lande zu tief unten und jetzt komme ich nicht mehr hoch in das kleine Löschlein. Und ich glaube, da nur noch einen M-Ski fahren und dann kommt, glaube ich, der reguläre Punkt. So aus, hoffen wir mal. Chillig. Uiuiui. Ich war unten. Ich mach's einfach der A mit der Arschung. Ich kriege keine Koralle mehr von der Zeit her hin, Freunde. Oh. Überdreht. Ah. Und Elchi-Punkt. Jo. Warte, Freunde. Und jetzt muss ich da wieder hin. Wo willst du denn jetzt noch hin? Ja, ich muss wieder zurück irgendwie. Okay, hier ist nicht mehr was. Okay, wenn ich nur ehrlich spawnen kann, ich guck mal, wo man hin muss. Ach ja, wir springen ja drauf auf dem Ding. Guck mal. Ja, du musst einen Daumenflip machen, Aras, wo ich drauf lande auf dem blauen Ding. Chillig. Ja, Koralle wieder geschafft. Oh, wir kommen bei den Sommerkind an. Ich springe mal höher raus. Woo! Wow! Nein, jetzt habe ich das doch nicht getroffen. Smooth first tense. Schade, das wäre so ein richtig geiles Ding gewesen, Freunde. Hätte ich noch das auch getroffen. Downflip. Dann mal da lang. Safe falsch. Oder? Ich entferne mich vom Punkt. Aber vor allem noch ein anderer Weg da lang. Scheiße, ja. Kacke! Achtung, ich komme jetzt. Das hört sich irgendwie falsch an. Ja, so ein bisschen. Ja, Freunde, die Ente wollte mich kommen sehen. Die Kammer, danke. Nein. Okay, ich breche ab. Danke. So machen wir das, Freunde. Du bist da noch mal hin. Ja! Das ist übrigens, was ich, was wir in der Zeit tun, PS4-mäßig. Ah, Karma! Ja. Plus eins. Ah, nee, man kann halt hier unten lang. Alles klar, okay. Also nicht nochmal die Koralle. Schade. Ich muss sagen, das wäre irgendwann ein bisschen langweilig geworden. Hab mich gerade eingegrooft auf das Ding. Er gruft dich ein. Nein, überdreht! Also nur ein Downflip noch wieder zurück. Okay, das geht ja. Das ist schönes Bauen. Ja. Wir hatten vor der Map, die hat nicht ganz so gebockt. Die werdet ihr auch leider nicht sehen, Freunde. Weil so viel am Stück und teilweise auch, wo man sich dann fragt, wie soll das funktionieren? Sagen wir es mal so, stellt euch Bambi Autismus vor, Freunde, in schlecht gebaut. So in etwa. In gut gebaut ist das schon nervig, dem Bambi Autismus, aber. Aber in schlecht gebaut, ja. Aha! Nein, nee, nö. Hui, oi, oi. So, wieder zurück. Das ist bei ihm Standard. Erstmal müssen wir zurück und dann musst du eine andere Ausfahrt finden. Aber da oben kommt ja noch eine ganze Menge, wenn ich das so gerade richtig sehe.
Ja, aber das hier ist auf jeden Fall eine Map, da hat man Bock drauf. Das macht Lust auf mehr. Ja. Das ist geil. Geile Scheiß, Mann. Auch wenn ich mit der Farbe mit seinem nicht gut zusammenkomme. Endes für mich erschießen wahrscheinlich, oder magst du was sehr schwarz-blau-mäßiges? Okay. Ich hab gerade das Flugzeug als Bumper benutzt und nicht den Bumper. Hä? Dass das geht? Wie? Warte mal. Okay. Jo, ausprobieren. Nein, der Daumenflip? Ja, den Daumenflip verkackt. Oh, leck mich doch. Muss ich eigentlich gleich das Blaue danach haben oder das Weiße geradeaus? Jo, das Blaue. Das Blaue, gut. Weil du hast ja gesagt, dass du einmal falsch Richtung fand, Tube, ja, ich bin erst oben lang gefahren. Das war falsch. Oh, gut, das war ja mit Ausschilderungen. Nützt dir nichts, weil du ja sowieso zweimal lang fährst. Achso, du kommst lang. Okay, dann. Entschuldigung, Orgo. Wenn man mehrmals einfahren muss. Kommst zweimal lang, da wäre die Ausschilderung ein bisschen useless. Das sind die neuen Pfeile mit 1 und 2 dran. Das zwei Asche ineinander sind, können wir die Endes und Leinpinguin nennen? Von mir aus. Gut. Ich glaube, Lein hat nichts dagegen. Ikigama! Alter! Ich dachte, ich krieg Karma! War close. Ja, ein Ars ist weg. Runde fahren. Nicht zu weit oben raus. Clean. Ich höre gerade noch von Aachen statt oben raus. Und ich hab's nicht getan, nicht oben raus. Oh, hab's endlich. So, jetzt komm. Jetzt also, das ist schräg, du kannst vielleicht jetzt sehr langsam durch die Entfernung so schwanken, ich mal von aus. Ja. Es sei denn, du brauchst Speed zum Absprung am Ende. Nee, brauchst du nicht. Du kommst easy peasy auf die Plattform. Na also, war das jetzt so ein schweres, meine Fresse, ey, unglaublich. Ja. Trink mal einen Schluck, du wirst du wach. Haben wir es jetzt nur geschafft, weil wir vorher wieder die Zuschauer mit reingenommen haben, Leimpinguin und so, oder? Ja, keine Ahnung. Scheiße. Weil das sind dann wieder die Tries, die drin bleiben. Besten Dank dafür. Der Vorteil ist, ich hab die nicht drin. Ich bin halt verkackt, Ares. Besten Dank, Anime-Fan aus der Vergangenheit. Der Ares der Zukunft freut sich jetzt wahrscheinlich gerade, dass er das Video schneiden darf. Super. Was? Oh, ne. Ich sehe schon unter dem Video, leck mich, Anime-Fan. Ja, irgendwie sowas. Scheiße. Oh. Was denn? Schon die Hälfte geschafft? Mager. Mehr! Ich will mehr! Von so einem mehr, Freunde. Ja, von sowas bitte. Her damit. Oregano Spezialauftrag. Weniger Streams, Lucky Lucky machen, mehr Map bauen. Danke. Oder, einfach nur noch Maps bauen, alles andere ausschalten. Genau. Privatleben ist nicht. So was sei nicht. Ja, Privatleben ist nicht Orgo. Alter, den musst du aber richtig gut nehmen, Junge. Nein! Du kleiner Schlingel, was ist hier los? Mein Problem ist, ich heb immer eine Kurve da oben ab, deswegen komme ich auf den Warlord nicht gut an, um den Sommerkill zu machen, Ares. Wow! Alter Schwede, also den schmutzigen musst du clean as fuck nehmen. Oh, bin ich mal gespannt. Hast du eigentlich Orkum oder hast du dich irgendwie fangen können? Ich habe mich ja gefangen können. Weil ich heb jedes Mal ab, deswegen habe ich keine Kontrolle für den Sommerkind. Du fährst nämlich auch dieses Mal wieder zurück. Ja, hab ich gesehen, da geht ein Wallride weiter in dem Moment. Genau. Und da macht auch der Wallride wieder einen kleinen Knick, das geht aber. Dann musst du einigermaßen gerade bleiben. Wird dir aber angezeigt, das siehst du dann. Mhm. Und dann kommt ein schmutziger. Von weiß auf blau, glaube ich. Und den musst du richtig, richtig clean nehmen. Weil sonst kommst du nämlich in eine Tube rein, wo du nicht rein musst. Das ist okay. Mir nämlich passiert. Ich bin da richtig sauber reingesprungen, denk mir so, war geil, musste ich aber bestimmt nicht hin. So, jetzt kommen wir hier zu der Stelle. Alter, diese Kurve nach oben finde ich okay, die krieg ich hin.
Also ich habe den Winkel sozusagen aus dem einen Knick so ein bisschen mitgenommen. Und schon wieder, ich habe abgehoben, deswegen kann ich nicht nach oben lenken, deswegen kriege ich ein Sommerkindchen in dem Moment. Und den musst du wirklich früh nehmen. Früh, flach, bumm. Und dann hast du es. Ja. Aha, in die Tube, wo du nämlich zuerst reinspringst, kommst du mich nochmal hin. Da ist nämlich unten eine MC-Einfahrt. Bam! Ah, okay. Auf den nächsten Punkt. 12 von 18. Digga, mehr! Das hörst du auch nicht auf von mir. Mehr! So, jetzt hier lang. Oh. Ach, come on. Okay, alles klar. Jetzt musst du an einem normalen Wallride, ist auch ein interessanter Punkt, eine Koralle ziehen, um dann eine Spiral rückwärts raufzufahren. Okay, das hört sich als machbar an. Ist es eigentlich auch, ja. Vor allem sind die Punkte sehr, sehr fair. Also, ja. Er gibt wirklich sehr faire Punkte ab. Und jetzt springe ich. Ich verstehe diesen Punkt nicht. Ich kriege es einfach nicht hin, um diese Kurve, muss ich echt zugeben. Fast geschafft, Alter. Okay. Ja, vielleicht haben wir am Ende eine Verwandlung, das wäre geil. Obwohl ich glaube, Orge macht solche Sachen nicht. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das ein 13er oder 16er Rennen war, muss ich echt zugeben. Oh, fast. Jetzt habe ich wie du gemacht, auf dem Weg einmal die Seite gewaschen. Das Auto war ja ein bisschen Liebe. Frage ist nur, wenn ich hier in welche Winkel ich oben rausspringe, könnte ich wahrscheinlich den Sommerkind überspringen und dann komplett in einem anderen Wallride landen. Wenn du schaffst. Weil das ist ja kein gerader Wallride, der liegt ja wirklich sehr quer. Den könnte man theoretisch drauf landen und sich fangen. Oh. Aber wir beide sind ja Elben und der eine ist ja ein Hobbit. Die Koka auch, was? Wow. Und Salzhämmer ist Gollum. Mein Salz! Salzi, kannst du mir mal für ein Bild verschicken? Ich möchte deinen Kopf auf den Gollum drauf machen. Nein. Nimm doch aus dem Vlog. Ach stimmt. Geil. wo muss ich denn jetzt danach hin? Das ist die Frage. Oh, endlich mal rückwärts. Wo muss ich jetzt danach hin? Ich habe ausgesehen, das ist mein Problem. Unten. Aber wir erstmal wieder zurück rausfahren. Das ist ein MC. Scheiße, wo muss ich jetzt hin? Aha, das ist ja das Problem an Orgum. Du weißt manchmal halt nicht, wo du hin musst. Ah, I see. Ah ja, jetzt habe ich auch falsche Richtung gehabt. Orgo, ja, nicht. Orgo! Orgo, ja. Du bist ja schön mit falscher Richtung. Orgo! Ausfahrt raus. Orgo. Und da ist der Punkt. Ja, moin. Orgo! Ah, und jetzt wohin jetzt, die muss Frage? Muss ich da rausspringen? Ich guck lieber nach, weil ich habe keinen Bock, dass es heißt... Ne, muss man. Okay. Geil, ich hab den Punkt. Ah, das ist gut. Der war ein bisschen kniffliger, aber ey, machbar. Alles im Rahmen. Okay, bin richtig gefahren. Viele rum haben was... das meinst du mit rückwärts draufkommen? Nein, falsch! Oh, komm, dreh dich weiter. Oh, ein bisschen Obstacle Wallride. Hallo. Obstacle? Oh, Obstacle Level 6. Oh nein. Okay. Ah, meckern wir nochmal. Ja, ich krieg keinen Grip darauf. Auch geil. Ja.
Atom ist dann relativ zügig bei der Koralle. Geht es immer. Wann habe ich angefangen, die schmutzig so schmutzig einfach zu nehmen? Das ist kein Wunder. Also heißt, du musst dich nochmal waschen, Ares. Kein Wunder, dass der Scheiß da nicht so funktioniert. Das war schon eher clean. Oh, hier in der Tür. Was muss ich in der Tür machen? Das ist die Frage halt so. Okay, jetzt bin ich auf großen Tür rückwärts. Ist das richtig? Ja, gehe ich mal von aus. Alter, du bist aber schneller als ich, ey. Genau, in der großen Tube rückwärts, da kommt ein Bumper und dann musst du in eine andere Tube reinfahren, die dich weiter nach oben führt. Und dann bist du in der zweiten großen Tube und oben springst du dann raus zum Punkt. Ja, nice. Nein, ich hab mir falsch... wo war die andere Tube? Ich hab keine andere Tube gesehen, das war ein Problem. Ich bin irgendwo falsch gefahren. Scheint so. Weil ich bin zurückgefahren, dann war nur noch die weiße Tube am Ende für mich da. Wo hab ich die Ausfahrt nicht gesehen, Freunde? Da war kein anderer Tube. Oder bin ich jetzt blöd? Du bist rückwärts die Spiral raufgefahren, korrekt? Ja, ich bin bis zum Bumper gefahren. Der Bumper hat mich vorwärts geschlagen. Am Ende war ich wieder eine weiße Tube, die mich, ja, zurückgebracht hat. Ja, die ist unten. Was? Kein ist doppelt hier, kein RP-Bonus? Mager. Ich stehe vom Ziel. Geil. Und da sind wir auch schon. Jo! Ladies and Gentlemen, an einem kurzen Cut ist der liebe Anime-Fan auch wieder da. Wir fahren ins Ziel. Punktevergabe. Ja, Orgo, was soll ich sagen? Ich wäre Tatsache bei 10 von 10 Punkten. Die Map hat gebockt. War super fair von den Checkpoints. Was will ich mehr? Ist da. Genau. Bin ich auch bei. Nur einmal habe ich falsch richtig getriggert, aber dafür kann ich hier keinen ganzen Punkt abziehen. Ich hätte einen halben abgezogen, aber es gibt keine halben Punkte. Deswegen 10. Alles klar, Ladies and Gentlemen, damit sind auch offiziell die Punkte vergeben. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt die Kanäle vom lieben Anime-Fan ab. Oder von der Ente. Unten in der Videobeschreibung ist der gute Mann verlinkt, genauso wie unser Partner Instant Gaming, der Merchandise. Und natürlich die Map zum selber zocken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch, noch wunderschönen Tag, haut da rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.